14. Spieltag Landesliga Bremen, OSC Bremerhaven gegen VfL 07 Bremen, die erste Halbzeit. Björn noch Trainer. Ja. Da wollte ich auch erstmal in die Mannschaft reingehen, aber das war mir zu Katastrophe. Das war wirklich ziemlich hart. Bitte nicht vor die Kamera laufen, wenn es geht. Okay, jetzt ist es spät. Danke. Ich wollte mir schon ein Kissen mitnehmen, aber irgendwie will ich nicht gemacht haben. Ich wollte mich nämlich im Norden. Ja, warum spiele ich da denn nicht mehr? Weil das kostet. Ja. Ich habe mich wieder da hinten geparkt. Ich habe wieder eine Pützenstraße. Ne? Ich habe gedacht, Spitzenspieler sind so viel mal Nordsee-Stadion. Nee, der Platz ist gesperrt von der Stadt. Ja, der ist schon seit ein paar Wochen jetzt gesperrt. Da dürfen wir gar nicht mehr. Sonst ist der aber da hinten. Hier ja auch warum bist du da begründen? Hä? Bist du doch begründen, warum? Ja. Es kann doch nicht einmal diese Football da aus, die Sport aus Amerika, die darf er spielen und er nicht. Ja gut. Da habe ich keine Aktien drin. Das ist wohl. Aber die sind ja mit ihrer Saison auch schon durch seit ein paar Wochen, seit zwei Monaten glaube ich schon. Ja, das ist aber eine vereinsinterne Sache dann. Diese Grundlagen alleine nur kurz anstoppen und klatschen lassen. Also, das ist schon zu viel, weißt du? Deswegen habe ich auch keinen Bock dabei. Ich sag so, mit ehrlich nur ich, und denn so ich habe mir noch einen Assist gegeben, weißt du, nur ich, wie heißt nochmal der andere? Der auch Tobi und warum? Ich guck das Spiel und werde dafür bezahlt. Die denken, stabile Mulatte. So, ja, Stoff. Will ich was sehen? Ja. Der ist auch nicht lange gefahren. Schön.
der dann aus Amerika ja. auch immer Singles mitgebracht. Moin, Maiko. Was weiß ich, Tahiti oder was, frag mich nicht. Die komischen Inselstaaten. Haiti, ja, das kann sein. Haiti, Jamaika. Also so Wimpel immer, die komischen Wimpel. Ich interessiere mich im Moment nur alte Postkarte. Ja, auch so mein Ort. Nico, zeig dich mal! Nico, zeig dich rein! Die 60er kaufen auch mal die selten. Was ist das? Ja, ich auch mal Und einer nachsetzen, ja, genau. Postkarten mal gekauft für 100. Hast du was aus Euro? Ja, nicht genug Geld. Jawohl. Ja, komm, hol ihn dir. Und helfen dann, einer nachrücken. Jungs, ihr müsst da enger am Mann stehen. Dieses Spiel ja mit Leibchen, was ist denn das? Wollen wir ja auch kein Viech anfangen. Da bin ich auch nicht der Viech. Da kommt er nicht, die Schulter kommt her. Ja, genau, Seite wechseln. Mensch. Bitte? Ja, wir gehen da rüber, komm her. Bin ja auf dem alten Knopf. Ja, da kann man da. Da sieht man mich auch so. Nö, das nicht. Oh, alt hätte ich jetzt nicht gedacht. Mensch, kontrolliert doch mal den Ball. Ja, keine Ballkontrolle. Spiel, man ist den Ball runter. Da oben. Und da noch. Jungs, Lennart steht! Oh Mann, du! So eine Scheiße, du! Raus! Mensch, du! Boah! Beide dran! Beide dran! Ja!
wieder diese langen Dinger. Immer wieder diese langen Dinger. Jedes Spiel, du. Ja, aber man sieht ja, da ist nur Hektik im Spiel. Hier, Lennart steht sich hier die Füße platt. Ich hab Angst, oder was? Ja, das ist seit keine Ahnung, seit 13 Spielen so. Lennart ist eigentlich ein Flügelspieler, der kann eigentlich so viel machen, ja. Kann so Tempo mit dem Spiel bringen. Ja, wenn solche Kirschen. Ich brauche auch immer meine Bretter, Böcke und Holz dann am Ab und dann kann ich mir das umdrehen. Ich war letztens auf dem Kinderflo, Mann. Ja. Ich hab bloß. Auf dem Dorf oder so? Hier, von der Stadt halt. Ach so. Ja, klar, hier. Ja, das war ja auch. Das war so voll. Da kann ich was gekauft werden. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Aber du sollst auch mal ganz gute Umsätze da machen, habe ich mal gehört. Ja, du musst das aber nicht so knapp machen, dass du nur 3 Stunden oder was machst. Ja, dann musst du sagen, okay, morgens um 9 fangen wir an. Wieder über rechts. Und dann geht das los. Da geht's ja auch. Wir sind nur noch von 10 bis 15 Uhr. Da kommen im Endeffekt auch wieder alle. Ja. In diesem gewissen Zeitraum. Jetzt raus, anspielen. Das ist ja frei. So. Ja, aber jetzt. Aber jetzt war er gerade gedeckt. Vorher stand er 10-mal frei. Ja, aber das war gut gespielt. Das kann passieren. Aber das war dann mehr wieder vorne. Mit dem Ball hoch und Ball hoch und nochmal Ball hoch. Das war gut gespielt. Früher war ja bis 18 Uhr, weil du eher kamst da nicht raus. Und dann kommst du schon bis 18 Uhr, dann ist man los. Du kannst aber in Ruhe links lenkt sich ab und hat sich einen Stand und rechts hinten hab Klose. Junger Schiri, was? Also die Taktik. Das sind beide, ja, also alle drei. Das ist ganz 12 Uhr. Alle sind ganz junges Gespann irgendwie. Und vor allen Dingen Tempo, schneller. Das ist Altherrenfußball. Da kann meine Mutter schneller laufen. Warum attackiert da keiner? Nehm den 16er hier! Die wissen selber nicht, wohin mit dem Ball. Jetzt denkt doch nicht mit zwei Mann die 10. Die 16er! Ja, und hier außen ist total entblößt. Geil. Und jetzt herauf und Ruhe, rauf und Ruhe, Bein. Ach komm! Ich hab da gar nichts gesehen, ganz ehrlich. Guck mal, wie schnell der vor allen Dingen wieder steht. Auch wenn der getroffen worden ist, dann ist er gut. Hier, Stadttheater, sucht noch jemanden 15. Statisten. Martin! Alter, ist alles frei, was ist denn das? Ja, er rennt auch wieder, der 18er. Er muss sich neben den 16er außen, dass er anspielen kann. Wieder raus. Hier vorne auch raus. Nee, gehen wir mit dem. Da steht einer. Den legst du auf der anderen Seite raus. Und jetzt Seitenwechsel. Nein, wieder ein langes Ding nach vorne, was wieder keiner kriegt. Ah. Rübermatch! Oh! Also. Ja, aber da stehen 5 Leute, denn. Ist doch nicht das Einfachste. Rauf auf den Mann. Rauf da, Alter. Also, das ist eine Scheiße, ganz ehrlich. Das ist nichts.
Ja, aber die nehmen alle nicht ihre Leute. Deswegen stehen ja hier auch, guck mal, hier die 15er, 16er. Wer ist dafür zuständig? Maginia steht in der Mitte, bei den anderen fünf. Also ein Positionsspiel ist was anderes. Jeder ein Mann. Einfachste Sache der Welt. Wenn er jetzt in den 15er hingeht, geht der andere auf die 11 drauf. Mein Gott. Ja, und das muss unser sein. Was ist denn jetzt? Gehst du mir mitten im Bild? Richtig. Und außen! Und außen den Ball! Der Muram ist jetzt heute wieder auf der Bank. Ich weiß aber auch nicht, ich frage mich, warum unser Torhüter in Jogginghose und mit Leibchen spielt. Also, Leibchen muss er anhaben, weil das mit den Trikots nicht mehr macht. Ja, aber warum haben wir nur ein Trikot oder was? Das ist doch wohl. Ja. Morgen nicht noch eine Frage, kurz rein. Was nächstes? Ich gehe viel in Jetzt nicht von den 16 weg! Was ja, ich sag ja, aber das scheint ja auch niemand zu blicken außer uns hier. Ich weiß nicht. Ja. Jetzt auch mal zu. Und nach runter nehmen den Ball. Hintermann! Ja, und keiner geht mit und hilft ihm. Was war das denn jetzt? Ganz klar, das war ich zuletzt gehört habe. Meine Güte. Sag mal ruhig! Ruhig! Meine Güte, der steht daneben und sieht das nicht. Ja. Jetzt läuft er im Spielfeld rum. Ja, ich, aber das, wie gesagt, das war letzte Woche in Lemwerda schon so, die erste Halbzeit war grauenhaft. So eine anbieten! Ja, wieder auf rechts festlaufen. Mensch, mach doch mal hier rüber. Ja, und jetzt nicht so schlafmützig, zurück! Oh. Was spielst du denn da? Ich dachte, das ist so, es ist zum Erbrechen, ist das. Ja. Ja.
gestärkt, wir haben noch nie einen Ball geschlagen. Linke Seite! Keiner will den Ball haben. Abfang. Keiner ist am Mann dran. Keiner ist am Mann dran, du. Mensch, zwei Kämpfe. Ja, aber... Schiri, komm! Das kann doch nicht normal sein, du. Leg die von hinten in die Knochen. Ja, und das ist auch nicht nur... Aber bei dir voll, ne? Du willst voll. Ja. Ja, du Lachmann, Schauspieler. Ganz klare Foul, der Linienrichter steht daneben. Was? Schiri, das ist Körperverletzung, Mann. Da gibt's ja wohl nicht nur einen Pfiff für. Was? Das ist mindestens eine gelbe Karte von hinten in die Knochen. Unmöglich. Meine Güte. Wo ist dein Trainerschein gemacht? Im Lotto gewonnen? Den darf er erst recht nicht machen. Was? Dennis Holland in Not, wenn der auch noch einen Trainerschein macht. Oh, meine Güte, das ist von hinten in die Knochen gehen. Ich weiß auch nicht, wie offensichtlich das sein muss, bevor man mal die Karte zückt. Also ich weiß nicht, muss der erst bluten oder was? Ja, genau, Spiel breit machen. Warum jetzt wieder rüber? Ja, die machen auch kein Tempo. Jungs, ihr müsst ein bisschen Tempo machen, Mensch. Ran, 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 ran. Und den hast du. Weiter. Ich würde ihm auch Brille empfehlen, den Magadan in Linie. Dass man überhaupt hilft. Auf den Mann rauf. Kann ich leider hinkommen. Gegen Spielgeschehen und auf wegen der Kamera. Und hier, hi. Der Schiedsrichter und gleich ist er wieder auf dem Bein. Warum ist jetzt hier keiner? Warum ist das alles blank? Weil sie selbst das Leben schwer machen. Das wird so nichts. Oh Mann, komm ey. Was ist das hier? Kinderkram oder was? Meine Güte, du. Kommt aus Findorf oder wo? Was pfeift man nicht mal in der F? Mensch,
Ja, und warum jetzt nicht? Wieder über rechts. Ja, die haben auch gespielten Dinger eingefahren. Also, Torwart zurück. Oh, jetzt auch mein Abschluss. Da stehen drei Leute vor dem und der spielt den Pass so. Meine Güte, ich kann ja nicht mal außen passieren. Oh. Die sind alle nicht auf dem Platz, die schlafen noch, keine Ahnung. Also ich finde sowas unverschämt. Und gleich ist er am Tor, wenn er so weitermacht. Guck mal, die stehen da mit fünf Leuten drumherum und gucken mal, was passiert. Versteht? Jo! Oh, Sales, mein Dampfmatch! Verdammte Scheiße, du! Oh, der läuft in den Mann rein, der läuft in den Mann rein. Also ganz ehrlich, das geht ja. Das ist. Das wird auch nichts, weil alles dicht ist. Ja. Bleibst du wohl hier? Ich hatte den Mann zu nehmen, der da. Ich glaube, jetzt geht's los hier, ey. Was machen die? Jetzt lassen sie ihn an der Grenze laufen, oder was? Mein vom GSC, dass sie so. Oder kommen die drei vom GSC? Keine Ahnung. Im GSC kann ich mir nicht aus. Guck mal, der Torhüter, der muss mal so die Pille da abnehmen. Und der 16er geht wieder. Das ist aber so, weil der andere den anderen freilässt. Ja, und jetzt ist er weg. Jetzt lässt er sich gleich fallen und dann pfeift der Schiri. Ach Quatsch, euer. Da muss man doch was machen. Huhu, hier ist alles frei. Weiter nach vorne, dann hinten die rum. Nee, er geht jetzt wieder über rechts, da wo wieder alles dicht ist. Da muss sich mal einer trauen, mal einer in die Spitze gehen und mal ein bisschen Dampf machen. Das ist alles zu statisch. Mensch, redet doch miteinander! Ja.
Mann ist gedeckt. Und das bringt überhaupt nichts. Stehen vier Mann auf einer Linie. Ja, geh noch weiter. Ja, schreien können sie mal alle, aber den Mund aufmachen, mal sagen, hier bin ich. Oder spiel mich mal an, das können sie nicht. Ich habe eine alte Herren früher gespielt, in Finnland 9 Nummer, Speckenbüttler Park hier auch. Eine Schreierei, Mann. Das macht keinen Spaß. Nee. Und die am wenigsten gelaufen haben, ja, die Ligaspieler, die standen nur noch und haben gespielt. Genau. Ne? Die konnten eigentlich. Und die Jungen mit 35 konnten dann laufen. Ja. Es ist alles kein Problem, wenn man miteinander kommuniziert, aber da läuft keine Kommunikation auf dem Platz. Das ist rot, Siri, Mensch. Das ist. Große Scherzveranstaltung, ey. Guck mal, weit und breit ist keiner da, der attackiert. Aber der Pokémon muss ja von draußen mal rein. Der muss aber ein bisschen sagen, das und das spielen wir jetzt. Guck mal, wieder hier. 15, 16, wieder. Zu alle Zeit der Welt. Ja, ich muss doch noch was sagen von draußen. Wenn ihr wollt, dann dieses Jahr aufhören, oder? Ja. Nächstes Jahr wieder schlecht aus. Ja, von endlich. Ja. Ja, aber das geht halt auch nicht immer gut. Und wenn wir die nächsten zwei Auswärtsspiele auch so spielen, ja, dann wählen wir da auch keine Punkte mit. Lenny, Achtung hier, außen! Oh, neben den 16er, keiner guckt da mal nach, du. Also. Aber es ist ja so, der Fünfer geht noch weiter nach draußen, statt in der Mitte zu bleiben. Ich muss ja noch hier. Das sieht muss ja auch von draußen sehen. Ja, das ist. Wir sollen die nicht dahin lassen, diese langen Dinger. Da kommt nichts mehr raus. Machen Sie das auf sich her. Allein dieses Hinterherrennen jetzt, das ist so überflüssig. Nee. Ja, wieder langes Ding, kommt wieder nicht an. Und nicht weiter. Bis zum Mittelfeld dürfen sie kommen und dann drauf. Der 14er muss jetzt die 15. Ja. Die anderen beiden müssen nach vorne ran. Ja. Und wieder ist der Ball weg. Zwei, drei Stationen, ne? Da ist der Ball weg. Ruhig runternehmen. Unterstützen. Ja, warum unterstützt ihn da keiner, Mensch? Und dann werden so Bälle, da geht nicht ein Ball, der weitergespielt wird. Und dann hat man mal eben einen. Nehmt den Ball und nicht klein, klein, noch mehr, noch mehr. Noch ja, mehr. Bringt euch noch mehr in die Bredouille da, du. Oh, das kann nicht angehen, du. Mensch, Jungs, wacht mal auf langsam! Ey, der ist schon 20 Meter weiter! Kann aber nicht angehen, hier ist er raus! Schiri, Mensch! Was ist das hier? Keine Angst davor! Ich hab Angst!
im Mittelfeld, da muss richtig dazwischen gegangen werden und nicht hinten. Jetzt wieder hier, sehr frei. Ja, es wäre mit Schnelligkeit kein Problem, hier schön über außen mal ein bisschen Block zu machen. Ja, blinde Dinger nach vorne, da kommt niemand ran. Keiner ist bei seinem Mann. Keiner ist bei seinem Mann. Ja, richtig. Und weiter. Außen, ja, rein. Ja, das passt zu der Situation eigentlich alles. Dann müssen wir die auch ein bisschen verstärken. Unmöglich, der Fünfer. Der Fünfer geht ja immerhin, wo die meisten sind. Dein Fünfer, du lässt ihn ja auch. Guck ihn dir an, ja, der ist ganz vorne. Der geht immer auf die Seite rüber. Ganz vorne. Weißt du überhaupt, den Fünfer war so? Nee, der vorne nicht. Ja, und jetzt hinterher. Genau. So, ah, schön. Und jetzt wieder raus, dann überlege ich dann noch, was spiele ich da? Nico! Gut! Und wieder nach hinten, komm, und jetzt geh rein! Geh rein, geh mit dem Ball! Ja, schön, jetzt! Mensch, warum hilft ihnen denn da keiner? Also. Mit außen kann er gerade nicht rein. Ja, auch so eine Kirsche jetzt. Einer! Mensch, ihr müsst euch absprechen! Nee, macht ihr gar nicht. Geh mal, geh mal. Alles gut, alles gut. Halt den Ball. Und hier geht einer hin, ich bleibe weg. Stehen sich da zu zweit auf den Füßen da. Dann habe ich jetzt zusammenspielen, da sind sie noch Glück dafür. Die gehen auch die Leute hoch. Hier passiert doch nichts. Komm, ja, das ist nix. Es kann aber auch nicht sein, dass die erste Halbzeit, dass man die hier immer wegschmeißen kann, ganz ehrlich. Also. Dass man die Abwehr gar nicht da hinten bringt. Neben den 16er Enger! Hallo, was sucht ihr da drüben alle? Ja. Unerklärliche ja. Mysterium. Ja, guck mal, jetzt kommt der 16er wieder ins Spiel. Jo. Komm an, Juli. Ja, Schiri, was kann man auch mal pfeifen, ne? Der hat ja, sehr gut. Endlich mal. Ja, aber nur wenn einer was sagt. Hätte er auch so gemacht. Er hat ja den durch. Hör auf. Eben das Abseits hier sehe, da sind zwei Weiße noch hinter dem Roten. Das war Paul, das war scheiße. Steht ja neben uns, was wir kommen. Janni, nutzt den Wind, mach ihn direkt. Haut da aber auch Eier da raus. Da kann sich keiner verlassen. Nee.
und die 16 und die 6 sind wieder total frei. Und da kommt noch die 15 dazu. Ja, weil sie im Hühnerhaufen ist. Da kriegen wir den Ball, machen sie schon Schwung und dann... Ja, an der Linie, warum hat er den Mund nicht auf? Ja. Also taktisch ist das eine Katastrophe. Mann, du. Ja, jetzt ist er nämlich weg. Ja, bringt euch doch wieder in Gefahr. Sehr gut. Das ist das nächste. Schreibt sich zusammen. Den Ball versuchen zu kriegen. Zu stoppen. Boah, jetzt ist doch immer nur einer prescht vor. Und alle anderen laufen hinterher, ja. Ja. Ach, und das war jetzt abseits wieder, oder was? Schiri, kannst du ihn nicht? Nee. Ich kann es mir hier nicht genau sehen, aber das, sorry, das war für mich kein Abseits. Ja, aber so selbstverständlich, wie er da die Fahne hebt. Sieht man noch, dass er den Ball in den Rückraum hat. Also. Was ist denn jetzt? Der hat sich doch selber da wehgetan, Mensch. Ach, wahrscheinlich bekommen sie das Geld von dem Verein. Das sind so Pfeifen. F-Jugendpfeifen ist das. Oh, meine Güte, du. Zum dritten, vierten Mal hilft er die Pfeife und die Fahne. OC 16 ist wieder frei. Mensch. Die hätte er gar nicht annehmen können, wenn er da gestanden hätte. Nee, eben. Unglaublich. Was war das? Das war Schubsen. Schiri, das! Sag mal, Schiri, was stimmt nicht mit dir? Hey, wo dich, Mensch! In deine Mitte rein! Also wenn ich Trainer wäre, der Schiedsrichter, der wird einen Zusatzbericht kriegen, ganz ehrlich. Für seine Scheißleistung. Das ist unmöglich. Aber das macht ja auch keiner. Der deckt sich alle in der Hose. Da muss der Wandwand sein, wenn er nochmal spielen. Als ich mit ihm gespielt habe, jedes Mal mit Rot raus, weil er den Schiedsrichter beleidigt. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen, das sind ja die meisten Vereine. Ja, die scheißen sich an der Hose. Ja, die scheißen sich in die Hose, das sehe ich genauso. Das war denn auch nichts, oder wie? Dafür gibt es keine gelbe Karte. Das bringt nichts gegen den Schiedsrichter zu haben. Am Ende fängt der ab. Nur kürzeren, ja. Der kriegt Abturner auf dich und dann zieht er schnell. David, dann bist du rüber. Fabio! Wieder gleich die ganze Halbzeit einfach weg. Ohne wirkliches Ergebnis. Ja. Ja, wieder über rechts, toll. Ja. Mensch. Versteht ihr das nicht, dass ihr da nicht durchkommt mit den Dingern? Spiel doch mal und nicht nach vorne hauen. Ja, war gut. Nimm den auch den Platz weg, er steht ja schon auf dem Platz. Versuch den Linienrichter auf dem Platz.
Spiel durch! Schneller! Er verunsichert ja die Spieler da, ja, in denen er um Platz steht. Ja, das ist. Heutzutage ist scheinbar beim Fußball alles erlaubt. Ja, manchmal muss ich da einer anbieten Sie! Da ist keine Bewegung, da ist keine Bewegung, kein Zusammenspiel! Ja, solange man sich nicht abschießen lässt. Ja, ja, dann komm. Dann auch noch auf Tor. Ja, das ist mal hin beim Tor. Also. Ja. Das zeigt ja, wie eine Partie ist. Weißt du, das geht ja hin und her. Oh. Hat ja auch. Gehen da aber auch rein, als ob sie Blut gesoffen haben. Weißt. Ja, wie in der Ring. Du musst hier eine Pause, müsst hier die Seite von Linienrichter auch getauscht werden. Ja. Normal schon. Schön, Rena ist jetzt traurig mal was. Außen! Jawohl! Ja, komm! Aber so muss man sie wenigstens zum Fehler zwingen. Ja, der lässt sich jedes Mal fallen und die Pfeifen da drauf fallen da drauf rein. Du. Ja. Also wenn ich ein Schauspiel sehen will, dann kann ich auch ins Theater am Sonnabendnachmittag gehen. Da brauche ich nicht auf den Fußballplatz für gehen. Hol den Hubschrauber, Schiri! So was Memmenhaftes, echt. Aber Linienrichter, nicht auf dem Platz stehen. Das behindert die Spieler. Oh, Wunderheilung. Ja. Oh nee, du. Ja, und jetzt muss es doch mal eine Karte geben, Mensch! Nein, das fängt nur bei OSC an. Die anderen dürfen machen, was sie wollen. Die dürfen von hinten in die Knochen schlagen, da stehen die beiden neben denen. Also, das ist so, das ist, kann sie, das ist doch... Ein scheiß schwieriges Spiel. Das ist aber, weil alle den Schiedsrichter machen. Ehrlich so. Wenn ich über Schiedsrichter wäre, ich hätte doch genauso gemacht. Ja, aber der muss ja von Anfang an aber nicht so pfeifen. Wahutze steht ja auf dem Platz. Ganz ehrlich. Also der Schiedsrichter hat immer die Augen, egal was es ist, er hat immer die Augen. Ja, gut, aber er muss trotzdem mit der Kritik leben. Ja, klar muss er leben, aber wenn Schiedsrichter würde ich, sag ich dir ehrlich, hätten die mich so voll gelabert, ich hätte denen direkt eine Rote gegeben, sag ich dir ehrlich, eiskalt. Kannst auch nicht bleiben. Eine Rote gegeben wegen Schiedsrichterbeleidigung, er hat das im Bericht geschrieben. Ja. Dann brauchen wir das nicht werden. Das ist einfach so. Wenn er wenigstens eine vernünftige Linie hätte, aber das ist gar keine Linie. Ja, das ist das Problem bei dir. Muss ich alle gleich behandeln. Alle ja. Schlecht, gleich schlecht. So. Jawoll! Nein, das ist, jetzt geht das wieder mit den Pfostenschüssen los. So. Scheiße, du. Ah, sonst hat er die Fahne geholt. Wenn er ein Tor gewesen wäre, hätte er die Fahne geholt. Ja, super. Er hat schon viermal die Fahne gehoben, wo nichts war. Ende der ersten Halbzeit, Spiel OSC Bremerhaven gegen VfL 07 Bremen, Spielstand nach 45 Minuten 0:0.